Danke, Frau Präsidentin, Herr Minister. Notwendig ist die heutige Beschlussfassung der Veterinärrechtsnovelle 22 aufgrund des Umstandes, dass ab 21. April EU-weit neue Vorschriften für die Tiergesundheit und Tierseuchenbekämpfung gelten werden. Die entsprechenden Basisverordnungen dazu sind ja eigentlich bereits 2016 entstanden und beschlossen worden. Und es ist für mich ein bisschen ein Rätsel und ich sitze zu hinterfragen, also warum das 5 Jahre dauert, dass gewisse Sachen, also gerade was ums Tierwohl geht, umgesetzt werden könnten. Ich habe im Ausschuss nachgefragt, es wurde mir im Ausschuss erklärt, nur für mich nicht ganz schlüssig erklärt, weil ich glaube, den Bereich, also was ich angesprochen habe, wegen Tierwohl, hätte man, glaube ich, früher und eher umsetzen können, aber da man nicht jammern auf hohem Niveau. Für mich ist jeder Tag ein gewonnener Tag, also wenn es um Tiere geht, wo man ihnen Leid abnehmen kann. Was wir im letzten Jahr bemerkt haben, ist, dass regionale Lebensprodukte den Menschen, den Konsumenten innerhalb vom letzten Jahr eigentlich immer wichtiger geworden ist und dass sie ganz genau darauf achten, woher die Lebensmittel kommen. Und da ist eben, spreche ich die direkte Landwirtschaft, also die Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte an, die momentan also beim Konsumenten sehr hoch im Kurs ist. Was ja sehr schön ist, sagen wir, wenn man sich auf heimische Produkte besinnt. Und gerade eben auch für landwirtschaftliche Klein- und Mittelbetriebe ist diese Direktvermarktung eine Riesenchance, dass sie ihre Betriebe erhalten können und weiterführen können. Und wie wir auch im grünen Bericht gelesen haben, ist ja die Einkommenssituation der Landwirte nicht gerade so rosig und stagniert momentan. Und da ist eben diese Direktvermarktung eine Riesenchance also für unsere Landwirte, dass sich die Einkommenssituation wieder stabilisiert. Und genau die Corona-Pandemie hat uns eben vor Augen geführt, wie wichtig es ist, wenn Österreich selbst unabhängig ist und sich selbst mit Lebensmitteln versorgen kann. Wir Freiheitliche haben das ja schon seit vielen, vielen Jahren getrommelt, dass wir darauf achten sollten, dass wir uns nicht zu sehr abhängig machen vom Ausland. Denn plötzlich können die Grenzen geschlossen werden, der Import funktioniert nicht mehr so reibungslos und es könnte zu Versorgungsengpässen kommen. Na, wie begrüßenswert ist es, wenn wir eine gut funktionierende Landwirtschaft haben, engagierte Landwirte haben, die was die Bevölkerung also mit ihren Produkten versorgen können und nämlich auch sehr, sehr gute. Ich kaufe ja schon seit vielen, vielen Jahren beim Bauern ein. Ja, das ist ein leichterer Zugang also für die Direktvermarktung und ist einfach schön. Was aber wirklich zu begrüßen ist, ist die Möglichkeit also der mobilen Schlachtung also vor Ort. Eine Schlachtung im gewohnten Lebensumfeld der Tiere reduziert den Stress der Tiere und ist ein Schritt mehr also in Richtung Erhöhung des Tierwohls. Aber was ich mir in diesem Zusammenhang noch wünschen würde, Kollege Lackner hat es zuerst so geschwärmt, wie das schön ist, also sagen wir, wie stressfrei diese Schlachtung vor Ort für die Tiere ist. Also sie werden dort betäubt und können völlig stressfrei, sagen wir, da ihren letzten Weg gehen. Und dieses sie werden betäubt, war für mich ein Stichwort, wo wir auch hier im Hohen Haus schon diskutiert haben, war das Schächten. Es ist nicht mehr zeitgemäß, im 21. Jahrhundert Tiere unnötig leiden zu lassen. Es ist nicht notwendig, dass man Tieren nicht, also dass man ihnen unnötig Stress zusetzt. Und warum kann man das nicht auch? Warum könnt ihr euch da nicht einen Ruck geben? Grüne, ÖVP, NEOS, SPÖ, dass es auch also für das betäubungslose Schachten, für das rituelle Schächten vorgeschrieben wird, dass man die Tiere vorher betäuben muss. Gemeinsam könnten wir diesem barbarischen Tierleid endlich ein Ende setzen. Und das wäre wunderschön, also für mich wäre das ein Tag zum Feiern. Wir Freiheitliche werden auf jeden Fall diesem Antrag heute zustimmen und ich sage Dankeschön und schönen Abend.